Auch wie ich 2013 alle Frauen auf der Gamescom vergewaltigt habe. Genau. Also unumstößlich. Respekt dafür übrigens, das war eine ganz schöne Arbeit. Ja, oder? Ich hab's aber geschafft. Ja, wir haben ja hier so eine Weihnachtsrate gekriegt. Und einfach liegen gelassen. Es ist einfach nur ein gefaltetes Stück Papier, wo was kurz drin steht. Wer hebt es denn auf? Es ging ja auch um die Schokolade. Das ist doch ganz Weihnachten ist doch so, Dino. Wir haben es da jetzt bald wieder. Kriegst irgendeine Scheiße, sagst okay, danke und dann schmeißt du weg. Ich habe ein neues Ritual, dass wir jetzt immer Nüsse essen. Weil Nüsse sind sehr gesund, gerade für Vegetarier und Veganer. Der No-Nut-November ist ja auch vorbei, also bedien dich. Du hast recht. Hallo Leute, wir. Meine Hände kleben gerade vom No-Nut-November. Nee, vom Destroy Dick December. Stimmt, von der Nut November. Ich habe Kontra gemacht. Ich habe jeden Tag genattet, quasi. Also Leute, wir sind es. Mal wieder. Wie jede Woche. Brennpunkt Internet. Das knistert auch schön Internet. Hier professionell. Ich krieg's gerade nicht auf. Es rutscht alles so. Ja, komm hier, Tino, ich mach dir das. Ach, danke. Hier so, das war jetzt nicht so schwer. Weil ich rutschige Hände habe. Ja, du hast noch hier Kleidcreme noch drauf. Ja, so ein bisschen Kondom. Was ist das? Ist auch einfach nur Kleidcreme dran, so ein bisschen. Ja, oder? Ja, was doch. Ist da? Ja, hallo, na, wie geht's? Hallo, huhu, Brennpunkt Internet, wir sind's, Romano Sarafu. Doch, Tino Ranacher. Geil. Tino, ja. Tino, du bist unser Deutschland-Korrespondent, weil ich habe überhaupt nichts über Deutschland, jetzt außer natürlich YouTube und so, ne? Mhm. YouTube ist ja meine Welt. Leute, wir sind Brennpunkt Internet, wir fassen die vergangene Woche zusammen, ihr kennt die Scheiße, hallo. Doch, ich habe viele Themen tatsächlich. Schön. Sehr national. National. Es geht um, auch die AfD war die Woche wieder sehr stark, leider. Ich will sie immer so ein bisschen ausklammern. Ich nehme auch nicht mehr alles rein, was sie machen. Aber es gibt so Fehltritte, wo ich sage, das muss man doch mal erzählen und mal an die Leute da draußen ranbringen. Anders würde ich es mir nicht verzeihen. Da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Das war da ein schöner Cold Opener. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Tino, wie geht's dir denn? Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Also ganz kurz, ich habe ich hab das Gefühl, jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle, kommt eine kurze Pause und dann irgendwas mit Schlaf. Ist so. Ja. Nee, ich habe jetzt halt wieder angefangen, schlecht zu schlafen und zwar weil... Ich habe mir jetzt mal vorgenommen, jetzt fange ich mal an, wieder schlecht zu schlafen. Nee, also es wird mal wieder Zeit. Ich habe lange Zeit gut geschlafen, aber jetzt bin ich letzte Nacht irgendwie um 3 aufgewacht und musste mal pullern. Ich werde auch alt jetzt, langsam mit 26. Und hatte auch Durst ganz stark. Es war ganz verwirrend. Alter, Durst kannst du gleichzeitig. Richtig. Kreislauf. Ich habe es gleich getrunken einfach. Ich habe mir in den Mund reingezielt. Und dann konnte ich aber nicht mehr einschlafen bis morgens um 8, bis ich aufstehen musste. Aber ansonsten, das ist hart. Ansonsten schönes Live gerade. Ich habe zu tun, ich mache schöne Sachen. Geh feiern heute Abend. Und was machst du? Oder wie geht's dir und was machst du? Ich habe heute Livestream, mir geht's ganz gut. Wir werden beobachtet. Jetzt kommt jemand rein. Hallo. Hast du was? Ja, hi, oder? Willkommen zurück. Es war eine spannende Woche, oder? Es war wirklich eine spannende Woche. Meine Fresse, ey, mir ist wieder der Hoden irgendwie weggeschlackert und über alle Berge davongerannt. Mann, ist da wieder was los gewesen. Allen voran, natürlich, wir müssen darauf eingehen. Montana Black war diese Woche ganz groß in der Kritik. Was ist passiert? Montana Black, der größte Streamer Deutschlands. Liebe Rentner am Telefon. Am Telefon. Ja, wer weiß. Man kann ja auch Radio am Smartphone hören. Ja? Ja, ich traue unseren Zuhörern am Radioempfangsgerät das auch zu. Egal. Streamer sind Leute, die live senden, wie der Thomas Gottschalk damals. Im Fernsehen, aber halt nur online. Genau. Bei Twitch zum Beispiel. Montana Black ist nicht nur der erfolgreichste Streamer Deutschlands, er ist tatsächlich auch der von den Abonnenten her, die quasi auch Geld dafür bezahlen, beziehungsweise ihm Geld geben, der erfolgreichste der ganzen Welt. Oh. Und er hat eine sehr große Reichweite mit seinen 2 Millionen Followern auf Twitch. Schauen auch regelmäßig dann immer 50.000 Leute gleichzeitig zu und so. Das ist für live sehr, sehr viel. Das ist natürlich nichts gegen Einschaltquoten von Wetten, dass, aber da kommen wir noch hin. Aber wie schafft er das denn? Was macht er eigentlich so genau? Der gibt es halt so real, Tino. Weißt du? Der sagt einfach, wie es ist. Und er hat gesagt, Frauen sind wie Hunde. So, das war ein bisschen unglücklich formuliert. Am besten Anleihen und streicheln. Nee, anders. Er hat gesagt, wenn man Frauen immer zu sehr an die kurze Leine nimmt und nicht mal an den Arsch von anderen Hunden schnüffeln lässt, dann ist das nicht gut.
So. Aha. Dann gehen die weg von dir. Also, mein guter Freund David Hein, Behind, auch ein Influencer, der hat da ein Video von geteilt, einen Ausschnitt. Ach, er ist Behind? Nein. Montana Black ist jemand anderes. Nee, David Hein ist Behind. Ja. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ach so. Also ich kenne Behind und David Hein kenne ich ja durch dich persönlich, durch deinen Geburtstag. Ich wusste aber nicht, wer das ist. Und Behind kenne ich vom Hörensagen immer so bei YouTube. Ach so, bei witzig. Das ist eine Person, krass. Ja. Genau, und der hat einen kleinen Ausschnitt davon, von diesem Frauen sind wir Hunde und so. Mhm. Und ich sehe es nicht ganz so kritisch wie David. Also ich verstehe schon, man kann schon nachvollziehen, was Montana Black gemeint hat. Geil ist es trotzdem auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber es ist jetzt vielleicht nicht ganz so hart. Es ist halt einfach, wenn man davon ausgeht, dass er einfach ein bisschen dümmlich ist, ja, dann kann man sich das vielleicht schon ein bisschen eher erklären. Also es geht um diese Aussage ja mit den Hunden und den Frauen. Aber trotzdem, das Einzige, also was man unumstößlich sagen kann, ist halt, dass er trotzdem in diesem Gleichnis, was sehr ungeschickt ist, so ungeschickt, dass mittlerweile sogar die Bild-Zeitung darüber berichtet hat, da räumt er ja dem Mann quasi... Also alleine dieses Gleichnis Hund und Mann. Das ist schon sehr Also das Verhältnis abwertend. Von einem Menschen zu einem Hunden ist halt zu einem Hund ist halt nicht auf Augenhöhe so. Selten. Und wenn er dem Mann auch noch die Möglichkeit einräumt, die Frau an die kurze oder an die lange Leine zu nehmen, dann ist das schon so ein bisschen komisches Machtverhältnis, was da etabliert wird. Er hat vielleicht, wenn man wohlgesonnen ist und wohlwollend ihm zusprechen will, könnte man sagen, er meinte nur dieses eine Bild mit an der Leine haben jemanden, ja. So, dass man halt er sagt ja auch, dass das nicht gut ist. Also man kann das schon, wenn man das will, so ein bisschen relativieren. Geil ist es trotzdem nicht. Macht man nicht. Es war aber der Auslöser für einen riesen Shitstorm in jede Richtung. Ja, natürlich, hier Bild-Zeitung kommt und Herr Newstime berichtet. Alle wieder, ne, blablabla. Wieso, macht ein Zerstörer-Video. Noch nicht, kommt noch. Wow. Und auch ich wurde dann wieder ausgepackt mit meinem 2013er Video, weil da ja David auch mit drin hängt. Das ist auch ganz witzig wieder gewesen. Aber dann kam das Eigentliche. Und darüber möchte ich mit dir reden. Da wurde dann im Zuge dessen zu David gesagt, hier, guck doch mal, wieso klagst du hier den Montana Black an, wenn du selber nicht ganz lupenrein bist und so. Mhm. Und dann hat eine Person ein GIF geteilt, mi geschrieben und so, ich weiß nicht, gerade irgendwie so ein jemand, der weint oder so, ich weiß es gerade nicht mehr, irgend so ein GIF. Und David hat damit geantwortet, hat darauf geantwortet mit dem Profilbild von dem Typen. Ja, er hat einfach nur das Profilbild von dem Typen gepostet. Mhm. So, der Typ wiederum sagt, ey, ich fand dich bis hierher ja eigentlich immer ganz cool, aber ich hätte nicht gedacht, dass du Behinderte disst. PS, ich bin auf einem Auge blind und habe nur eine Hand. Was man ja sofort sieht, ne, auf so einem Profilbild. Schön, dass du das von dir aus direkt sagst. So, das ist erstmal eine Sache, die man auf dem Profilbild überhaupt nicht sieht. Also wurde garantiert, das steht fest, da wurde halt nicht jemand gedisst, weil er behindert ist. Hm. Definitiv nicht. So, dieser kurze Gesprächsverlauf wurde dann aber wiederum gescreenshottet und von Montana Black geteilt, ja, um zurückzuschießen. Großartiges Feuerwerk entfacht sich. Und alle... Also von Tanzverbot über Herrn Newstime, auch CBS von Bullshit TV, irgendeiner von Pizmeat und so. Alle so, oh, das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Wie kann man jemanden mit seinem Aussehen dissen? Ja, das geht ja gar nicht. Mhm. Und meine große Frage ist, diese Leute, die sagen, dass David den mit seinem Aussehen gedisst haben, implizieren die nicht, dass sein Aussehen irgendwie scheiße ist oder also, dass das Aussehen von ihm erst ermöglicht, ihn damit zu dissen? Mhm. Die sagen das ja dadurch erst. Oder? Das ist wie dieser eine Witz, wo Eltern beim Kinderfußball sind und eine Vater übers Feld schreit, der Fettwanz da vorne, so der da vorne spielt. Dann kommt ein anderer Vater und sagt, ey, das ist mein Sohn. Ja und? Sie haben ihn gerade fett genannt. Aber wissen Sie, dass ich Ihren Sohn meine? Weil er fett ist? Ah. Ja, so. Ja. Also nimmst du dem wieder den Wind aus den Segeln. Aber ich frage trotzdem, ich versuche jetzt ein bisschen die neutrale Instanz zu sein. Ich würde kurz noch mein Beispiel machen. Das habe ich nämlich im Stream auch schon gesagt, das fand ich super gut. Ich finde, meine Beispiele sind eh immer die besten. Pass auf, wenn jetzt, ja, genau dieses gleiche Szenario, so ein Schlagabtausch, ja, irgendwie man disst sich oder was auch immer passiert, mit David und George Clooney, der seit 30 Jahren irgendwie so ein bisschen Sexsymbol ist bei Menopause-Frauen, ja, so.
Und George Clooney hat ein Profilbild, wo er irgendwie im Auge zwinkert oder irgendwie komisch guckt oder was auch immer, ja? Hm. Und David hätte gepostet, ja, George Clooney, da ist sein eigenes Profilbild. Hm. Da hätte doch niemand gesagt, ja, das geht ja gar nicht mit seinem Aussehen hier, du disst den so. Das hätte niemand gesagt. Hm. So. Aber die Frage trotzdem, was war denn Davids Intention, dieses Profilbild zu posten? Er sagt, er wollte mit dem, es wurde ja vorher ein GIF gepostet und er wollte quasi kontern mit seinem Profilbild, weil er auf dem Profilbild, also David sagt, verwirrt schaut und kann man definitiv so sehen, wenn man das möchte, so. Mhm. Keine Ahnung. Also, ist ja an sich jetzt keine argumentative Grundlage, ja, also kein inhaltlicher. Er hat sich ja schon über das Aussehen des Herren lustig gemacht. Wieso? Also man muss nicht unbedingt Aussehen mit Mimik gleichsetzen, oder? Er muss ja nicht behindert sein. Es ist ja egal, wen er postet. Aber wenn er das Profilbild nimmt und unsachlich nur dieses Profilbild dahin postet, dann frage ich mich, wo ist denn die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihm? Ja, aber ist das eine inhaltliche Auseinandersetzung, wenn man ein GIF postet? Natürlich nicht, aber willst du dich denn auf diese Ebene herabbegeben? Das sagt ja keiner, dass das die eleganteste Lösung war oder der eleganteste Comeback oder so. Aber ob es halt irgendwie schlimm ist halt die Frage. Mhm. Und für mich ist das Ding, er schreibt halt in seinem Post nicht, guck dich doch mal an oder sowas, weißt du? Aber alle anderen, die darunter kommentieren, Alter, du kannst ihn doch nicht mit seinem Aussehen dissen. Der sieht doch übelst schlimm aus. Also so klingt das für mich, weißt stimmt, du? Ja, stimmt, ja. Und das finde ich das Witzige daran. Wenn erst der Hinweis zum Rassismus etwas rassistisch macht manchmal. Ja. Wie jetzt das Ariel zum Beispiel von der Schwarzen gespielt wird. Ja. Auf einmal ist es halt ein Thema, weil man drauf zeigt. Verstehe ich. Ich finde Davids Reaktion entzündlich, aber den hallo, er ist ja auch geistiger Brandstifter. Das gerne, steht in seinem Twitter-Profil. Macht alles richtig. Die Aussage, also dieses Posting ist entzündend, aber ich finde, es ist das Feuer nicht wert. Okay. Aber ich verstehe schon, dass es gefährlich ist. Es sind ja zwei Elemente. Einmal dieses jemand mit seinem Aussehen dissen und das andere ist jemanden dissen, weil er behindert ist, was daraus gemacht wurde. Das ist ja Quatsch. Das ist halt schon objektiv Quatsch, weil ob jemand auf einem Auge blind ist und nur eine Hand hat, siehst du an seinem Gesicht nicht. Außer er winkt irgendwie noch mit ist halt nicht passiert. In die Kamera. Ist halt nicht passiert. Und ich habe auch im Stream gesagt, hey, dann kann ich ja ab sofort jedes Argument oder jede Diskussion so völlig entgleisen, indem ich sage, was gehst du mich ja so an? Ich kann nicht riechen, ich bin behindert. Das macht auch keinen Sinn, Das ist total sinnlos. Wir wissen natürlich unseren guten Freund Cripple2Go, dass die Menschen ja gleich behandelt werden wollen. Genau das war nämlich dann auch meine Frage. Ist es also okay bei allen anderen, aber sobald die Person behindert ist, dürfte man es nicht machen. So haben nämlich auch manche argumentiert. Mhm. Als dann irgendwann, genau, das war dann dieser PeteSme-Typ, der hat dann wiederum ein Bild von David gepostet, sein Profilbild, wo er halt auch so ein bisschen verwirrt zur Seite schaut. Und da haben dann alle drunter geschrieben, aha, mit deinen eigenen Waffen geschlagen, nur dass er keine Behinderten gedisst hat, geil. Und da denke ich mir, okay, also ist es okay, das zu tun, aber nicht, wenn er behindert ist. Das klingt behindertenfeindlich. Ja, es ist eine seltsame Argumentation tatsächlich. Hm. Auf jeden Fall ein Riesending gewesen und am meisten hat sich natürlich ein gewisser Herr Newstime die Finger geleckt. Ja, ja klar. Weil erstens konnte er dem größten Streamer Deutschlands und der Welt quasi, nicht der erfolgreichste weltweit, aber doch, also ich würde wahrscheinlich sagen der erfolgreichste, aber nicht der bekannteste. So, weil er hat die meisten Abonnenten, das ist ein aber Unterschied. Er hat nicht die meisten Zuschauer. Hm. So, dem kann er den Arsch kriechen und David Hein eins auswischen, die haben ja seit Jahren so eine kleine Hassliebe zueinander. Großartig. Es hat sich gut angefühlt, mal auf der anderen Seite zu sein, dass ich mal zu David halten konnte, während er 2013 zu mir gehalten hat. Ja, voll nett tatsächlich. Ja. Er ist ja auch nett, kann man sagen. Es ist doch alles dumm, ey. Es ist doch alles, dieses 2013er-Ding halt auch wieder ausgepackt und es ist so dumm. Es ist so dumm. Also ich verstehe das alles, dass man, wenn man das mit echten Leuten macht, dass das halt ein bisschen grenzwertig auch ist. Aber keiner sagt zu Sacha Baron Cohen, du bist ja voll der Judenfeind, weil der als Borat irgendwie antisemitische Lieder gesungen hat. Das sagt doch keiner. Er ist ja auch selber Jude. Das sagt doch, ich meine, selbst wenn er kein Jude wäre, es ist ja völlig egal. Ist ja völlig klar, dass er eine Rolle spielt und in dieser Rolle halt Dinge tut, die nicht in Ordnung sind. Aber keiner sagt, das ist aber jetzt deine echte Meinung oder was? Nee, man kann ja trotzdem auf Verfehlungen hinweisen. Es gibt ja auch Polizisten, die auch vorher Straftäter waren zum Beispiel. Ja. In meinem entfernten Verwandtenkreis gibt es auch einen, der war Jugendstraftäter. Jugendstraftäter, zum Glück. Und der ist dann Polizist geworden nach seiner Haftstrafe. Und da können ja auch nicht alle sagen, du warst selber mal im Gefängnis, lass mich in Ruhe. Man kann trotzdem darauf aufmerksam machen, was gerade falsch läuft, egal wie die Vergangenheit war.
Ja. Also das war auf jeden Fall ein großes Ding. Ich weiß nicht, da ist, glaube ich, dann auch alles dazu sagen. Und ich möchte wetten, die Leicester-Schwestern reden eine Stunde drüber, von daher müssen wir nicht noch zu viel Zeit damit verbringen. Es gibt nämlich noch ein anderes Riesenthema diese Woche. Aber sagen wir, dass der Brennpunkt sich solidarisch David Hein gegenüberstellt. Okay, als Soundbit. Der Brennpunkt Internet stellt sich solidarisch David Hein gegenüber. Wir fanden Behinderte schon immer scheiße. Auch wenn er meine Facebook-Anfrage nicht annimmt. Was? Ja. Er wird nicht wissen, wer ich bin. Er hat mich wahrscheinlich nicht, gleich eine halbe Stunde unterhalten auf deinem Geburtstag, aber ist egal. Er hat mir auch mal irgendwas ganz Witziges gesagt, irgendwie als er zu meinem letzten Geburtstag gekommen ist. Oh, wie war denn das, ey? Ich finde das immer richtig geil bei euch, aber auf Dauer seid ihr mir alle, sind wir da ein bisschen zu viele kaputte Leute dabei oder irgendwie so. Das stelle ich mir auch schon echt gut vor, wenn er da so in die Wohnung kommt aus seinem Berlin, wo er dann natürlich auch ein paar verrücktere Leute um sich hat, ja, aber das sind halt alles dann so langsam seriöse Geschäftsmänner und so ein Scheiß, ja. Und dann kommt er hierher und was ja alles in einer Wohnung so an Leuten rumläuft. Es ist ein eigenes Universum bei dir, das stimmt. Ja, schön. Ja, also das andere Thema, das vielleicht auch das Thema der Woche sein sollte oder könnte, denn ich habe schon das passende Wortspiel dabei. Erzählen. Vielleicht nennen wir auch den Podcast einfach diese Woche so. Make America Greta Again. Weil Greta the Person of the Year geworden ist. Genau. Und einer Person hat es so gar nicht gefallen, nämlich der Person of the Year 2016, Donald Trump. J. Trump. Dem hat das so gar nicht gefallen. Der hat einen Tag später direkt einen Tweet, also da hat jemand über Greta Thunberg getweetet und daraufhin hat Donald Trump geantwortet, die Kleine braucht dringend mal Anger Management, ja, also muss ich mit Wut auseinandersetzen. Wie sagt man? Warum Wut sie? Ja, weil sie halt immer böse guckt oder so. Keine Ahnung. Greta, chill, schau mal einen von so ein paar alten Filmen und komm mal klar, so ungefähr. Hm. So. Auch wieder hier, ne? Der Präsident der Vereinigten Staaten, kann man schon sagen, mobbt mehr oder weniger eine 16-Jährige. Die auch behindert ist. Ja. Und so ein bisschen gerade im Zuge dessen, dass seine Frau gerade diese Be-Best-Kampagne machen möchte, die gegen Bullying, gegen Mobbing ist, ja, sich dafür einsetzt und auch vor einer Woche erst bei so einem bei so einer Impeachment-Anhörung hat halt eine der Experten für Verfassungskunde quasi hat gesagt, ja, um es an einem Beispiel zu sagen, Donald Trump kann seinen Sohn Baron nennen, aber er kann ihn nicht zu einem Baron machen. Das ist, was sie gesagt hat. Findest du, dass das irgendwie grenzwertig ist? Man kann den Sohn Baron nennen, also aber nicht dazu machen. Der jüngste Sohn von Trump, der ist 13 und heißt Baron. So, und sie sagt halt, sie kann, dass er den Baron nennen kann, aber nicht zum Baron machen. Das ist der Unterschied. Finde ich jetzt keine schlimme Aussage. So. Das war der viralste Tweet letzte Woche, glaube ich. Melania, die Mutter die Frau von Trump, die hat dann gepostet, schäm dich, hier so ein kleines Kind, das soll aus der Politik raus und die das hier so zu mobben und so. Also das ging halt, also meiner Meinung nach ging diese Aussage überhaupt nicht gegen das Kind, sondern gegen Trump. So, nur am Beispiel davon. Ja, das war auf jeden Fall andere Kinder irgendwie reinzuziehen in irgendwelche Geschichten, finde ich auch schwierig. Warum lachst du da so? Nur so. Von irgendwelchen Promikindern meine ich. Über Promikinder Songs macht oder Hauptsache Alessio geht's zum gut. Beispiel. Finde ich grenzwertig. Ja. Ja, auf jeden Fall im Zuge dessen, dass man jetzt sieht, okay, Trump mobbt halt auch eine 16-Jährige und das halt wirklich und nicht nur macht nicht irgendwie Wortspiel mit ihrem Namen, so wie ich, was ich das super gut gemacht habe übrigens. Und das ist alles sehr interessant. Was hat Greta daraufhin gemacht? Sie hat diesen Tweet umgebaut in ihre Biografie bei Twitter rein, hat gesagt, sie ist ein kleines Kind, was gerade Anger Management macht. Und das ist schon eine Weile her, aktuell, aber ne? Nee, das war was anderes. Das war ein älterer Tweet. Gemacht, ja. Das ist jetzt vor zwei Tagen passiert. Ja. Hat sie dir quasi diesen neuen Tweet umgewandelt in ihre Biografie. Das finde ich sehr geil. Mehr oder weniger, würde ich sagen, ein bisschen geowned mit seinen eigenen Worten. Weil, also was ist denn das auch für ein Bullshit? Ist es auch. Anger die ist tausendmal klüger als Donald Trump und die ist gerade mal 14 Jahre, 16 Jahre. 16. Und der ist schon 70. Ja. Oder so. Ich glaube 73. Was hat denn eigentlich dieses Person of the Year eigentlich für Auswirkungen? Nicht so viel, aber es ist halt bedeutungsvoll.
Es ist halt auch nicht gleichbedeutend mit die geilste Person des Jahres, sondern einfach nur die Person, die das Jahr am meisten beeinflusst hat, sozusagen. Hm, ach so. Hm. Das Time Magazine ist halt renommiertes, großes, amerikanisches Magazin. So. Und es gibt bestimmt auch andere Magazine, die irgendwie Person des Jahres wählen. Können wir auch machen. Ja. Person des Jahres, wer ist es für dich? Also, ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen als Greta, muss ich sagen. Also nicht, was heißt besser, sondern passender. Es gab 5 Leute übrigens zur Auswahl. Beim Dings, und da konnte man auch abstimmen als Zuschauer. Eine dieser Personen waren die Hongkong-Proteste. Ja. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wirklich die Menschheit mehr oder weniger vor einer großen Katastrophe steht, auf die Greta hinweist, ist das schon ein bisschen relevanter als dieses Hongkong-Ding, so leidenschaftlich ich dabei bin. So. Ich glaube, die anderen Leute waren, Donald Trump war wieder dabei, Nancy Pelosi, die Speaker of the House, also quasi seine große Opposition. Und noch irgendjemand Dummes. Ich weiß es nicht. Haben die auch eine Staffelung? So Platz 2 und Platz 3? Nee, das nicht. Es gab auf jeden Fall bei der Umfrage, hey, was wollen die Zuschauer, gab es 96% für die Hongkong-Protesters. Ja, aber ich finde, Greta ist schon passend, weil die war halt letztes Jahr gar nicht da und dieses Jahr hat die Medien einfach super, super dominiert. Innerhalb ganz kurzer Zeit ist sie halt zur Galionsfigur einer ganzen Bewegung geworden. Und ob man die jetzt irgendwie geil findet oder... Oh, geil. Übrigens, Kommentar der Woche habe ich gelesen, gestern Abend, glaube ich, oder heute Morgen, unter einem Posting über Fridays for Future schrieb ein Mann, die können langsam aufhören, die verdammten Fridays for Future Kinder, wir wissen doch jetzt, was wir machen müssen. Okay. Da habe ich halt kommentiert, haha, 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 habe ganz 1000 Zeilen mit hahaha kommentiert. Ich habe halt diese Woche auch solche Leute sehr hart auseinandergenommen, weil es geht mir so auf den Sack. Es gibt hier eine Person in Weimar, ja, die ist einfach nur dumm. Mein Vater war früher mit der befreundet, ich glaube heutzutage nicht mehr, und der Typ postet halt nur so eine Scheiße. Und ich hab's auch in der Gruppe gepostet, so Screenshots davon, und ich glaube auch auf Twitter. Da ging es halt wieder um das Argument, ja, guckt mal, in der ganzen Erdatmosphäre, da sind von 10 Millionen Molekülen sind nur, ich weiß es gerade nicht, 120 oder so sind nur CO2. Und der Anteil von Deutschland davon sind 3 Moleküle. Und dann habe ich auch gesagt, okay, aber wenn du mit 2,4 Nanogramm Botox einen Menschen töten kannst, ist auch egal, wie fett dieser Mensch ist, ja. Oh, da ist ja noch so viel Mensch, dann ist das ja egal, wie wenig das ist, so, wenn es eine Auswirkung hat. Dann hat es eine Auswirkung. Diese Logik dahinter, es ist so dämlich. Und solche Scheiß-Posts kommen da jeden Tag. Er gibt sich Mühe. Er wollte ja versuchen zu argumentieren, aber... Nee, wollte er nicht. Das sind ja immer nur Beiträge, die er postet von irgendwelchen anderen. Und wenn ich dann kommentiere mit Logik und sage, hey, antworte doch vielleicht mal, da kommt nie was. Aber noch bin ich nicht komplett geblockt. Mich löschen die immer sofort, wenn ich nachfrage. Aber es führt uns zum nächsten Thema, nämlich Umwelt. Wir haben jetzt die Top 3... des AfD-Bullshits der Woche würde ich mal einführen, nur für heute, weil ich 3 Themen habe über die AfD. Ich bin hin und her gerissen gerade, Tino. Ich habe noch ganz viel zu Trump. Echt? Aber wir können auch erstmal eine Pause machen. Ja. Für den geneigten Zuhörer, der schon nicht mehr hören kurze kann. Kurze Trump-Pause. Machen wir kurze Trump-Pause, ja. Okay. Und zwar eins, worüber ich mit Herodes diskutiert habe über WhatsApp. Und zwar ist es so, dass die AfD ja ihren Parteitag nicht machen durfte in ganz vielen Orten. Ne? Die wurden ja rausgeworfen oder es wurde nicht angenommen, dass sie da sich treffen dürfen. Und da haben die dann gesagt, es ist Diskriminierung und undemokratisch und so. Wie kann das sein? Ja. Und jetzt gab es einen neuen Fall, wo ein rassistischer, also angeblich rassistischer Vermieter nur an deutsche Familien vermieten wollte, die Wohnungen. Was sagt die AfD dazu? Ein Vermieter muss selber entscheiden, wem er seine Sachen, seine Räumlichkeiten vermieten will. Moment, rieche ich da? Warte. Rieche ich da Doppelmoral? Mindestens Trippelmoral. Und dann meinte Herr Rodes zu mir, dass beide Aussagen richtig seien. Vermieter dürfen aussuchen, wem sie ihre Räumlichkeiten vermieten. Aber es ist eben auch diskriminierend, wenn du es aufgrund von Rasse oder von der politischen Anschauung machst, ist es diskriminierend. Okay. Das war seine Aussage. Dann haben wir ein bisschen diskutiert darüber. Und er ist jetzt auch kein AfD-Fan, ja, ist ja klar. Aber er meinte nur, objektiv betrachtet, kann er verstehen, wo diese Argumentation von der AfD herkommt. Ja, also das habe ich ja auch gesagt, dass man muss schon irgendwo ein Recht haben auf seine dumme Meinung. Und wenn die dumme Meinung Rassismus ist, dann ist das natürlich sehr schade. Aber das war auch seine Aussage letztendlich. Das kannst du ja auch nicht aus denen rausprügeln. Es ist Doppelmoral, aber es ist halt nicht verboten so. Ja, das hat, glaube ich, auch keiner gesagt, oder?
So Platz 2. Wo habe ich es denn? Genau. Und zwar in Frankfurt ist die AfD ja auch im Stadtrat, im sogenannten Römer. Und da hängt seit neuestem ein Schild, wo einfach nur drauf steht, kein Platz für Rassismus. Okay. Und die AfD hat beantragt, dieses Schild zu entfernen. Frank Rassismus fort. Ja, von mir aus. Ja. Frank Rassismus fort. Und das finde ich doch relativ und einigermaßen komisch. Okay. Weil da ist ja nicht drauf zu sehen, fuck AfD oder irgendwas, ist echt nur ganz groß Respekt, Ausrufezeichen, kein Platz für Rassismus. Und die AfD ist ja nicht rassistisch angeblich. Das ist genau wie mit dem Behinderten, oder? Ist doch genau das Gleiche. Wenn die AfD sich davon angesprochen fühlt, impliziert sie damit, dass sie rassistisch ist? Wir stellen nur Fragen, wir stellen nur Fragen. Ich fand es jedenfalls sehr seltsam. Und zum dritten Thema. Wir wollen es ja nur ganz kurz ansprechen. Ist das ansprechen. Platz 1 jetzt, oder war das... Jetzt kommt Platz 1. Okay, also das ist das dickste Ding. Das ist ja mega witzig. Es wird auch dich freuen, und ich habe mir auch über die Umweltgeschichte gerade auf dieses Thema... Wir hatten vor einigen Wochen, dass die AfD oder ein AfD-Politiker behauptet hat, dass Radfahren umweltschädlich ist. Ja, da war was. Weil man ja beim Fahrradfahren Energie verbraucht und man dann mehr essen muss. Ja. Okay, so. Ja, das war schon der größte Banger. Das war schon ein Banger. Jetzt gibt es nochmal einen obendrauf. Oh. Und zwar auch Thema Doppelmoral. Die AfD glaubt ja nicht daran, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Menschengerecht. Menschengerecht. Das wäre gut. Menschengerechter Klimawandel. Ja, so ein bisschen leichter Wandel. Nee, sie behaupten ja, dass das CO2 nichts auslöst. Mhm. Aber jetzt gab es einen Antrag von einem AfD-Politiker. Und zwar, er würde gern wissen, wie viel Schadstoffbelastungen eigentlich die Seenotrettung verursacht. Okay. Um quasi die Linken und die Grünen auszufechten gegeneinander. Hm. Und dazu ist mir auch nichts mehr eingefallen. Ja, es ist halt Quatsch. Auf der einen Seite sagen sie, CO2 löst nichts aus, aber dann wollen sie wissen, wie viel CO2 die Rettungsschiffe da verursachen. Das machen sie aber auch nur, weil sie die Ausländer ertrinken lassen wollen. Also die biegen sich alles zurecht, wie sie es gerade brauchen. Das regt mich tierisch auf. Also da, ich finde es irgendwie hier, ich weiß nicht warum, aber hier finde ich es irgendwie noch ein bisschen unterhaltsamer oder so. Ich weiß es nicht. Also ich verfolge ja jetzt hier. Ich bin ja jetzt Amerika-Experte. Du bist ja unser Deutschland-Korrespondent, ich bin der Amerika-Korrespondent. Ja. Und also da frustet mich das langsam richtig hart an. Das ist einfach so, da ist ein Fakt. Zum Beispiel der Fakt, dass die Ukraine wusste, dass das Geld zurückhalten wurde. So. Mhm. Das ist halt ein Fakt. So. Und wenn dann 500 Mal immer wieder gesagt wurde, 4 Sachen werden sich nie ändern. So, dieses Gebet eigentlich der Republikaner in diesen Impeachment-Hearings. Die sagen immer wieder dieselbe Scheiße. Zählen 4 Fakten auf, die einfach keine Fakten sind. So, aber wenn das halt immer wieder bei den Fox News und so, wenn das den Leuten gezeigt wird, die hinterfragen das in dem Fall ja nicht. Die nehmen das dann für bare Münze. Okay, hier mein Representative, der sagt, das ist ein Fakt, dass die Ukraine das gar nicht wusste, dass das Geld zurückhalten. Was auch ein übelst dummes Argument ist. Weil nur weil du nicht weißt, dass du gerade ausgeraubt wirst, heißt es nicht, dass du nicht gerade ausgeraubt wirst. Ja. Das ist überhaupt kein Argument. So, und das ist aber so frustig, weil Donald Trump lebt es vor und die machen das alle so. Alternative Fakten. Einfach nur behaupten, dass etwas so ist, und dann wird es auch irgendwann so. Auch das habe ich im Stream gesagt. Ich fange jetzt einfach mal an. Ab nächsten Jahr mache ich genau den Trump und sage, oh, Alter, Leute, gestern wieder so viele Leute im Stream gewesen. Das war ja heftig. Kommt alle vorbei heute wieder, ne? Und dann denken natürlich alle, oh, was, so krass, da muss ich auch mal gucken. Fake it till you make it. Ja, ist halt echt so. Aber es ist halt so fucking shady, Alter. Es ist unmoralisch, es ist doppelmoralisch, aber es funktioniert, weil der Mensch auf genau diese Tricks reinfällt. Jetzt haben wir aber eine gute Überleitung geschafft, um nochmal ganz kurz meine Trump-Fakten zu sagen. Ein echter Profi. Danke. So, das Impeachment ist, Alter, ich habe ja auch noch zu Trump noch andere Sachen, was auch noch mit Greta zu tun hat. Es gibt einen Twitter-Account, Trumps War Room heißt er. Das ist ein Bunker? Ein offizieller Twitter-Account von seinem 2020-Campaign-Team quasi, ja. Mhm. Also der Schlachtplan für die nächste Wahl sozusagen, der wird da gefochten. Und die Bio von dem Twitter-Account sagt so, wir punchen 10-mal härter zurück und so ein Scheiß. Und die posten halt auch so ein bisschen meme-artigen Content. Mhm. Haben zum Beispiel auf diesem, ist das Cover von vom Time Magazine, wo Greta zu sehen ist, haben sie das Gesicht von Trump drauf gemacht. Ah. Was halt schon mal
echt schon ein bisschen witzig. Ja, naja, also ja, aber es ist schon ein bisschen, ich weiß nicht. Trump segnet das halt auch ab, beziehungsweise es ist offiziell. Er wird wahrscheinlich nicht bei jedem einzelnen Tweet gefragt, so, aber es ist halt offiziell. Und dass er sich so angegriffen fühlt davon, dass die 16-Jährige da die Person geworden ist, das ist schon ein bisschen shady. Aber das Nächste ist, dass er auch auf den Körper von Thanos draufgeshoppt wurde in Avengers. Und Thanos ist halt der Bösewicht in Avengers. Das musst du dir überlegen, in einem Film, in dem es Captain America gibt, wird Trump aber auf Thanos draufgeschoppt. Und Thanos wiederum ist der Bösewicht, der Genozid am halben Universum macht. Ja? Ist vielleicht ein kleiner Hint. Der löscht das halbe Universum aus. So, und dann wurde er auch noch in der Szene draufgeschoppt und schnippt dann so und löscht dann quasi die Leute aus, die das Impeachment jetzt offiziell ist. Wurde nämlich jetzt mit zwei Artikeln offiziell eingeleitet quasi. Mhm. Alles wurde sich angehört, Beweise gesammelt, dies, das. Jetzt gibt es zwei offizielle Anklagen, die formuliert wurden. Die wurden jetzt die letzten zwei Tage nochmal diskutiert. Dann durfte die Minderheit, also die Republikaner, durften nochmal sagen, ey, wir würden das gerne ändern. Nichts wollte sich da ändern, weil es ist immer 24 Demokraten gegen 17 Republikaner. Mhm. Ja. Und zwei Tage nochmal dies, das. Und jetzt geht es damit quasi vor den Senat. So. Da ist das Problem, der Senat besteht ja überwiegend aus Republikanern. Ich glaube, 57 Republikaner. Nee, es war Quatsch. 45 Demokraten und zwei Unabhängige und 53 Republikaner. So, der Vorsitzende dieser Republikaner, also der diesen Senat sozusagen leitet, ist Mitch McConnell. Der wird auch Moskau-Mitch genannt im Volksmund, weil der auch so ein Putin-Liebhaber ist. Hm. Moskau-Mitch hat jetzt verkündet, dass das Weiße Haus und der Senat zusammen da diese tatsächliche Anhörung, also es ist auch nicht wirklich ein Gericht, aber es fungiert als Gericht und das wird in Kooperation mit dem Weißen Haus gemacht. Hm. Das bedeutet, der Angeklagte bestimmt, wie die Gerichtsverhandlung abläuft. Das ist absolut absurd. Das ist ja Quatsch. So wird es laufen. Wir fangen an mit dem Freispruch und dann gehen wir alle Barbecue essen. Ja, so ungefähr. Also so wird es natürlich nicht genau sein, aber das Weiße Haus kann sagen, hier der Zeuge, die Zeuge, bla bla bla. Das ist der Ablauf. Hm. Was schon alleine auch komplett die Verfassung unterkriegt, weil in der Verfassung steht drin, dass das Repräsentantenhaus, also die Leute, die bis jetzt das gemacht haben, dass die einzige und absolute Macht über den Ablauf des Impeachments haben. Das wird dadurch untergraben. Also auch das schon alleine wieder verfassungswidrig. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber die machen es einfach, ja. Aktuell sieht es so aus, als machen sie es einfach. Man müsste halt, das ist halt das große Problem, man müsste dabei in die dritte Instanz gehen, Exekutive, Legislative, Judikative gibt es ja. Diese Gewalttrennung gibt es ja in dieses Dreieck, ja. Die haben untereinander Checks and Balances. Impeachment ist von der Legislative ist ein Check and Balance zum Präsidenten. So, dass sie ihn entmachten können, als wenn ob er du studiert hättest, das ist ja danke. Unfassbar. Ja. Naja, aber das hatten wir auch schon in Sozialkunde vor zig Jahren. So, und dann gibt es aber noch den dritten Strang und den müsste man jetzt quasi, wenn man das durchboxen will und alles abgesegnet, müsste man den anhauen, aber das dauert halt ewig. So, um sich jetzt das absegnen zu lassen, dass es alles gesetzwidrig ist, was das passiert, bis dahin ist Trump vielleicht schon wieder gewählt worden. Mhm. Und deswegen gibt es eine Art Dringlichkeit, was natürlich dann von den Republikanern wieder untergraben wird. Ey, ja, das könnt ihr doch nicht machen hier. Ihr habt ja nichts, deswegen hetzt ihr das hier so durch. Ihr habt nur Angst, dass der wiedergewählt wird, was ja quasi stimmt. Aber wenn man ihm aktuell einfach immer weiter Verbrechen begehen lässt. Es gibt ja auch einen Grund, warum er nicht wiedergewählt werden soll. Genau. So, und das ist ja auch Schwachsinn. Lasst ihn doch mal in der Wahl bescheißen und nochmal Präsident werden. Hm. Und dann gucken wir mal. Das ist halt einfach keine Logik. Nee, das ist Quatsch. So. Und da geht's dann in den Senat und wir werden sehen. Aber die werden ja auch schon nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, ne? Ja. 9 Monate, elf Monate. Ja, November oder Oktober, immer so ungefähr. Ja. Trump hat auch bei so einer Rallye das FBI als Scum bezeichnet. Ist halt auch so eine Sache. Und sein Sohn hat ein vom Aussterben bedrohtes Schaf, das größte Schaf der Welt, getötet.
Ich frage mich nachts, warum? Mit Laservisier? Warum machen die das? Das müssen die doch wissen, wer das ist. Wie klein muss dein Ego sein, dass du ein fettes Schaf töten musst, um dich irgendwie gut zu fühlen? Ich raff das nicht. Auch bei diesen ganzen anderen reichen Tierärzten oder nicht Zahnärzten und so, die nach Afrika fahren, Löwen erschießen und Nashörner. Ja. Warum denn? Du weißt genau, dass die vom Aussterben bedroht sind. Aber das kann ich ja wenigstens noch nachvollziehen, dass du denkst, oh ja, hier der Kampf, gell, Mensch gegen Natur und so, das ist so ein gefährliches Tier so, aber ein scheiß Schaf. Und dann hat er sich irgendwie auch erst... Dann soll er in den Wald gehen und ein Wildschwein jagen. Er hat sich erst ein paar Tage später, nachdem er es getötet hat, hat er erst das Einverständnis das irgendwie eingeholt. Ne? Genau. Also alles ganz wild, was da in Amerika abgeht. Ich bleibe weiter dran als Amerika-Korrespondent. Die machen, was sie wollen da drüben. Es ist schon hart. Völlige es ist schon wirklich hart. Ich will auch noch ein letztes Mal herausstellen, warum das so krass ist, wenn Trump wirklich weitere 4 Jahre im Amt bleibt. Und er macht halt jetzt auch schon monatelang Witze darüber, auch vielleicht mache ich danach noch eine Amtszeit und so. Auch das ist halt verfassungswidrig. Och, ja, vielleicht sollte ich einfach Präsident auf Lebenszeit sein. Und seine Leute jubeln halt, weißt du? Es ist so lächerlich. Ja, was wollte ich sagen? Ach so, genau, warum das... Erst. Genau, gerade im Zuge von Klimakrise, von rechter Gewalt, irgendwie in den letzten 4 Jahren, die Gewalttaten und die rechtsextremistischen Attentate. Und ja, die linke Gewalt, ganz groß. Ja, auch. Nein, aber islamistische Anschläge sind halt auch recht rechts. So. Deswegen, vielleicht einigt euch mal darauf, dass rechte Anschläge irgendwie nicht so geil sind. Von welcher Religion oder Hautfarbe? Nee. Ja, also, weißt du, dann lieber irgendwo ein Auto anzünden, als Leute in die Luft sprengen. Aber Autos anzünden finde ich auf jeden Fall auch nicht geil. Ja, nur lieber. So. Wir sagen nur lieber. Ja. Nee, es ist schon echt eine harte Sache. Und deswegen bin ich da auch gerade so dran, weil die Geschichte wird auf diese Ereignisse wirklich zurückblicken. Das ist wirklich ein krasserer Wendepunkt als 9-11, glaube ich, einfach. Weil, also wenn es halt wirklich, das ist für mich ein bisschen Verschwörungstheorie, aber wenn es halt wirklich in die Richtung geht, dass Trump und die Republikaner so wirklich eine komplette Machtübernahme wollen, ja, dass es dann irgendwann überhaupt keine ordentlichen Wahlen mehr gibt und so, und Trump und der wählt seinen Nachfolger dann selbst und so weiter. Mhm. Wenn es darauf hinauslaufen würde, wäre halt sowieso super krank, aber so weit würde ich jetzt noch gar nicht gehen. Glaube ich auch nicht. Mhm. Aber trotzdem, einen fetten Klimaleugner im Weißen Haus muss nicht unbedingt sein. Nee, es reicht auch mal. So, Bernie Sanders 2020, ich sage es hier, der Mann hat die besten Chancen, er hat die besten Ansichten, der hat nicht die besten Chancen. Der hat die besten Chancen, gegen Trump gegen Trump zu gewinnen, er hat nicht die besten Chancen, gegen Trump anzutreten. Das ist der Punkt. Das ist es, genau. Ja. So sad. Nun. War das der Amerika-Blog? Das war der Amerika-Blog. Wir können noch digital in Amerika bleiben, nämlich YouTube. Es gab nämlich die große YouTube-is-over-Party. Hast du das mitbekommen? Ach, ist vorbei jetzt, ja? Jetzt ist vorbei. YouTube, ach toll. Habe ich zwar in den letzten 10 Jahren bestimmt 30 Mal gehört, dass YouTube jetzt vorbei ist. Vidme, ganz groß. Ja. Alle gehen zu Vidme. Ja. Alle haben schon ihre Accounts gesaved, ja. Vidme und DTube, alles super geil. Naja, aber diesmal haben sie sich wahrscheinlich auch wirklich einen der größten Schnitzer geleistet, denn die haben die Harassment-Regeln jetzt angepasst. Zum Beispiel TikTok ist ja auch sehr streng, was alles angeht, ja. Nicht nur Harassment, sondern auch so Stunts machen, ja, oder mal ein Dildo zeigen. Ich habe ja mal einen Witz gemacht, so ein Dildo gezeigt, sofort gelöscht. Krass. Sofort, ja. Ich habe den nicht mal irgendwie benutzt, ja. Der lag halt einfach nur rum. Also nicht im sofort Video. Sofort gelöscht, ja. Nee, ja, der ist super räudig. Wir haben den halt in Prag, in Paris, überall haben wir den über die Straße geschmissen und so. Das ist super widerlich. Deine Ansicht. Ja, auf jeden Fall. Harassment-Regeln, so. Und im Zuge dessen, iDubbbz kennst du auch, oder? Klar, der ist toll, den genau, mag ich echt. Kennst du Content-Cop von dem? Ja. Content-Cop über Leafy wurde im Zuge dessen zum Beispiel gelöscht. Weil das Harassment ist. Und selbst Leafy hat gesagt, das ist Bullshit. Das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen wurde die YouTube is over Party ausgerufen. Also keine Kritik mehr auf YouTube. Kritik kann, das kann jetzt alles als Harassment ausgelegt werden, wenn die Leute Bock drauf haben. Und das ist wirklich sehr, sehr kritisch. Denn du kannst halt jede Form von Kritik so irgendwie weg. Das ist schade. Aber alles nur schön und positiv geht ja auch nicht. Selbst wenn ich ein Cover über Bibi mache, zum Beispiel, habe ich ja mal gemacht, so Bibi-Song-Covere, Harassment, zack, weg. Könnte sein. Man kann auch die Kritik
und den Ursprungsbeitrag beibehalten. Das ist doch, das schließt sich ja nicht aus. Man ist ja nicht immer dagegen, was man kritisiert. Man sagt nur, das ist kritikwürdig und man kann es verbessern. Man will ja manchmal auch einfach nur Sachen aufklären und sagen, okay, das lief nicht gut, das kann man besser machen. Und es ist ja nicht immer sofort, ich will jetzt die Bibi abschlachten, wenn ich jetzt ein Cover von der mache. Schon. Eindeutig. In dem Fall schon, aber jetzt eigentlich auch wie ich 2013 gesprochen. Alle Frauen auf der Gamescom vergewaltigt habe. Genau. Also unumstößlich. Respekt dafür übrigens, das war eine ganz schöne Arbeit. Ja, oder? Ich hab's aber geschafft. Und die haben mir gedankt. Endlich mal ein richtiger Mann, der mich mal richtig durchnimmt. Und an der langen Leine lässt. So, also, YouTube ist Overparty. Ich bin gespannt, ob da wieder ein Sturm im Wasserglas ist oder ob da jetzt irgendwas mal passiert. Oder ich weiß nicht, sobald da... Keine Ahnung, wenn jetzt die 1000 größten YouTuber das irgendwie boykottieren würden und sagen, hier, wir laden nichts mehr hoch oder ich, vielleicht irgendwas. Das wird aber nicht passieren. Eben, solange YouTube ein Monopol ist, können die machen, was die wollen. Die wollen auch ihren Arsch retten, die YouTuber. Die schießen da nicht so krass gegen YouTube, weil die auch wieder gelöscht werden dann bestimmt. Also Twitch ist auch far from perfect so, aber es wird mir halt aus vielerlei Gründen sehr sympathisch. Hm. Immer mehr, weil... Ich weiß nicht, gut, alleine, weil ich da mehr Geld verdiene. Inzwischen, ja. Wenn ihr übrigens Amazon Prime habt, könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Ihr könnt einfach ein Sub reinballern, ja, ein Twitch Prime Abonnement. Das kostet euch nichts, das kostet mich nichts. Im Gegenteil, ich hab was davon. Das ist super nett. Ich habe jetzt auch ein System und zwar mache ich immer 5 Monate, werde ich dich subventionieren mit Alter, Amazon Prime. Subventionieren, gut. Ja, keine Ahnung, ob das... Ich wollte das Subscriben sagen, aber irgendwie hat man ja, das gut. Nicht hinbekommen. Und dann mache ich manchmal so mal an die Rion Cuckoo, mal an den Jazz Apes und ja, sowas. Und dann wieder 5 Monate Robin. Ist okay. Kostet mich nichts, kostet dich nichts. Ja, das ist schon echt gut gemacht. So, YouTube ist over, YouTube ist nach wie vor ein Monopol, also ich sag, leider wird da nichts, aber das ist halt auch nicht gut, das sehe ich bei der Impeachment-Sache auch ganz oft, dieses Aufgeben. Das ist Teil der Strategie. Weißt du, eigentlich so lange immer wieder Scheiße labern, bis die Leute sagen, oh, das ist mir zu anstrengend, ich kann mir das nicht mehr anhören. Ja, ja. So, und auch hier, wenn ich jetzt sage, oh, ich kann es mir nicht vorstellen, ich revidiere das. Wir zerstören nichts. YouTube, Leute. Wir gehen auf die Barrikaden, wir pissen denen richtig vor die Server. Wir wissen ja auch nichts. Ja? Wir wissen ja nicht, wie es läuft und was für YouTube für Gründe hat und vielleicht gewöhnen wir uns auch alle dann daran. Keine Ahnung. Ja, aber nee, es ist echt nicht cool. Ich verstehe das natürlich, dass man nicht so einen H-Chan haben will, wo alles einfach rausgerotzt wird und aber jeder beleidigt. Aber H-Chan gibt's gar nicht mehr, kann das sein? Ja, aber also kann sein, dass es, ich glaube, das wurde nur in manchen Ländern geblockt, aber ich glaube, das gibt's schon noch. Hm. Ich weiß es gerade nicht. Danke, Halle. Wir müssen über eine Banane reden, Robin. Oh, fuck. Gut, dass du die reingenommen hast. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ich habe es nicht Großartig. Bei Rewe jetzt gerade im Angebot Bananen für... Nein, Quatsch. Es geht um ein Kunstwerk. Mhm. Irgendein Aktionskünstler hat eine Banane mit einem Stück Gaffer an eine weiße Wand geklebt und zack, das war Kunst. Ja. Im Wert von 100.000 Dollar. 150.000, glaube ich sogar. Ich habe mir 100.000 aufgeschrieben. Ist auch egal. Und es war schon... Die erste verrückte Meldung, ja, der Woche so. Und ich dachte, okay. Also die Aktion an sich finde ich ganz gut, aber wie es weitergeht, ist es halt noch... Und dann kam ein anderer Aktionskünstler. Und zwar der David, nicht Hein, sondern Datuna. Und aß diese Banane. Ja. In front of the whole Das Video habe ich gesehen. Und die Leute haben dieses Kunstwerk beobachtet und betrachtet und wurden Fotos gemacht und gefilmt und Interviews geführt. Auf einmal kam dieser David und macht die Banane auf und isst sie einfach. Hat, glaube ich, auch gesagt, don't worry, this is performance art oder so. Ja. Und das Geilste ist, irgendwie konnte man diese Banane auch kaufen oder so. Deswegen war sie auch so viel wert. Genau. Aber der Typ, der das wiederum jetzt gegessen hat, das Ding, der hat keine Strafe davon getragen, weil... Die Idee dahinter ist das Kunstwerk. Man kann also einfach eine neue Banane dahin hängen und es ist noch das gleiche Kunstwerk, weil die Idee der Wert ist. Ach ja, echt? Ja. So war das. Aber diese bestimmten Flecken, die diese Banane hatte, die kann man ja nicht reproduzieren. Die kann man nicht reproduzieren, aber es ist die Idee, die das Kunstwerk ist. Das fand ich absolut überragend. Na, an sich ist das Kunstwerk ja sowieso... endlich, weil die Banane ja irgendwo, oder das ist auch wieder Teil der Kunst, dass diese Banane schimmelt und schwarz wird. Er hat sie nur gegessen, bevor sie schlecht wird. Ja. Hätte auch mein Opa sein können. Aber das habe ich auf jeden Fall, das wurde ganz schön rumgereicht, das Video im Internet. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, okay. Aber ich finde es witzig. Ja. Ich hätte es nicht machen können, ich hätte es mich nicht getraut, erstens. Zweitens bin ich allergisch auf Bananen.
Aber geile Aktion. Das Ding ist halt immer, wenn man das hört, sagt man sich, oh, so eine bescheuerte Scheiße, so eine bescheuerte Scheiße. Und dann verweise ich am liebsten auf so ein geiles Bild, was ich auch vor zig Jahren, ich glaube, ich habe es immer noch als Telegram-Profilbild, wenn man zurückscrollt. Da ist halt einfach so ein kleines Kind mit seiner Mutter vor einem Bild, einfach ein weißes Bild, wo unten die unterste Hälfte rot gemalt wurde. So. Mhm. Es steht halt in einem Museum. So, und das Kind sagt, was ist das denn? Das hätte ich ja auch machen können. Und dann steht halt da, ja, aber das hast du nicht. Genau. So, und das ist halt der Punkt. Das muss halt, weißt du, deswegen finde ich das auch so geil mit dem, die Banane ist die Idee. Mhm. Oder die Idee ist die Banane oder was auch immer. Das Kunstwerk ist die Idee dahinter. Mhm. Du musst halt erstmal das machen. So. Klar kann das jeder machen, aber es hat halt nicht jeder gemacht. Nee. Es hat eine Person gemacht. Ganz einfach. So, eine Person hat es zuerst gemacht. Wenn du es jetzt nochmal machst, ist es wahrscheinlich nicht mehr irgendwie relevant. Klar kann man auch ganz einfach einen Helene Fischer-Song schreiben oder einen Andrea Berg-Song, aber die haben es halt gemacht. Ja. Nicht die selber, die haben ja auch ihre Autorinnen und Autoren, aber sie haben es halt gemacht und verdienen jetzt mit billiger Musik ganz gutes Geld. Ja. Und deswegen, also dieses Bild ist für mich so. Also ich teile auch sehr selten so irgendwie so pseudodiepe Bilder oder so mit Aussage bla bla. Aber da steckt für mich so viel drin. Einmal dieses Missgunst-Ding, was halt super toxisch ist, ja. Dass du sagst, oh, ist ein Assi, oh, das hätte ich ja machen können. Und so. Und zum anderen halt dieses, das motiviert ja auch einfach irgendwie, einfach mal was zu probieren. So. Und auch der Kunstwelt einen Spiegel vorzuhalten, ja, wie albern das sein kann. Einfach eine Banane an so ein Dings dran klatschen, an eine Wand dran klatschen mit Gaffer. Ja. Dass die davor stehen und das begutachten und es so geil finden und sich dran einen runterholen, aber es ist so eine Kritik an die Welt und Bananen sind ja auch Mangelware in manchen Ländern und manche Kinder müssen hungern. Der hat eine fucking Banane an die Wand geklebt. Ja, großartig. Aber große Bedeutung. Und noch ein Thema, was mir ganz wichtig ist. Hast du, und zwar eine lokale Nachricht, die auch viral ging. Oh. Hast du das mitbekommen von Waschbären in Erfurt? Nein. Da darfst du den, so viral ist es scheinbar nicht da gegangen. Da darfst du den Verlauf mal erraten, was passiert ist. Und zwar, okay. Auf Weihnachtsmarkt in Erfurt ist ein Waschbär rumgelaufen und der war angetrunken. Hat irgendwie irgendeinen Glühweinbecher gefunden, den ausgesoffen und ist dann betrunken quasi durch den Weihnachtsmarkt da getingelt und gestolpert. Und ganz viele haben den gefilmt und hochgeladen und alle haben sich gefreut. Ach, wie süß, so der Waschbär. Tot. Ist betrunken und so. Und es war halt mega süß und der ganze Vormittag war voller Waschbär-Content in meiner Chronik, so. Okay. Von Leuten, die ich kannte. Was geschah später? Drei Antwortmöglichkeiten. A. Der Waschbär wurde in ein Tierheim gebracht, durfte ausnüchtern und kommt jetzt in einen Zoo. Okay. Zweitens. Der Waschbär ist gestorben an dem Alkohol und es war gar nicht mehr so lustig. Oder drittens wurde er erschossen. Oh. Was ist passiert? Also ich gehe mit erschossen, weil das finde ich im Zuge von Weihnachten und im Zuge von der Freude am witzigsten. Die süße Weihnachtsgeschichte geht so weiter, dass der Waschbär von einem Stadtjäger quasi eingefangen worden ist. Ja. Und später wurde er hingerichtet an einer Pistole. Und alle fragen sich, warum? Und er weiß es auch nicht so richtig. Aber was? Er weiß es auch nicht. Es gab kein Statement. Ach so, der Jäger hat ihn nicht hingerichtet, oder? Doch, der Jäger hat ihn hingerichtet. So. Und keiner weiß, warum. Und er hat auch nicht darauf geantwortet. Weil er wollte. Und alle nur in den Kommentaren, was, warum? Sie hätten ihn einfach ausnüchtern lassen können und so. Und der Jäger nur so, ich hab erschossen. weil man darf Jäger, ich glaube, die Begründung war, man darf Waschbären abschießen. Okay. Die sind auf der Jagdliste. Da darf man abmurksen einfach. Hm. Auch die süßen Waschbären, die viral gingen und sich einen Glühwein gegönnt haben. Oh Mann. Süße Geschichte, oder? Ja. Gibt es davon ein Video, wie der das Ding erschießt? Das könnte man schön zusammenschneiden. Nicht, nee, weißt du, nicht. Alle so, oh, guck mal, juhu. Ich glaube nicht, aber eine süße Geschichte. Super süß, richtig schön weihnachtlich. Ja. Doch, das hat mich jetzt erwärmt. Und noch eine letzte Lokal-News, die ich habe. Kennst du den Rapper Trettmann? Nee, aber ich habe so einen anderen Rapper. Echt? Ja, auf meinen News. Nee. Ich bin gespannt. Trettmann war auch in Chemnitz damals, als wir bei Wir sind mehr waren. Okay. Ich kenne keinen Song von ihm. Ich kenn ihn nur durch Fest und Flauschig, weil die ihn manchmal ansprechen und ihn hochhypen. Und eine Freundin von mir war auf dem Konzert. Und jedenfalls war er in Erfurt. Trettmann ist gerade Platz 2 in den Charts, aber kam nicht in die Disco. In Cosmo heißt er, glaube ich. Cosmo Polar in Erfurt. Wie kam alt nicht bist rein. Du denn, dass du Disco sagst, Tino? Das ist ja peinlich. Ich zitiere nur gerade die Schlagzeile, glaube ich. Da kam nicht in die Disco rein. Disco sagt man doch in den 90ern, Tino.
Was weiß ich? In den 90ern war ich halt in Diskos. Ja. Mit 5 Jahren. Okay, da kam er nicht rein. Da kam nicht rein. Obwohl er Platz 2 der Charts ist, kam er nicht rein. Ist zufällig der Musik, Grünflächenanlage, Stadtpark. Musikpark. Ja, Musikpark. Ich wollte diesen Gag, den ich mit Herodes gemacht hatte, neu aufleben lassen. Warst du zufällig der Mupa? Nee, Kosmopolar. Aber Cosmo. Ich weiß nicht, wo das ist. Weil in Mupa bin ich auch schon mal. Das Cosmo, das ist doch direkt. Cosmo? Ja, ist direkt am Anger, das. Das Cosmo. Und 3 Möglichkeiten, warum er nicht reinkam. Du darfst wieder das aufs Raten. Finde ich gerade witzig. Und zwar, erstens, weil er eine Jogginghose getragen Alter, hat. Alter, das ist es. Deswegen bin ich nicht in Mupa gekommen. Echt, ja? Ja. Zweitens, weil der Türsteher dachte, er wäre nur ein Faker, weil Trettmann nämlich gleich ankam. Ich bin Trettmann, ich will mit meinen Girls rein. Er wollte quasi kostenlos rein. Genau. Drittens, weil der Club einfach voll war. Was war die... Vermutlich das Zweite. Die Begründung. Ich sag das Zweite. Faker. Dass er angeben wollte und sagte, ich mache eine Story für euch wie Concrafter. Ja. Die Wahrheit ist, er trug eine Jogginghose. Es ist wirklich die Jogginghose. Es ist wirklich die Jogginghose. Die sind so dumm in Erfurt. Da könnte ich auch schon wieder stundenlang drüber abhaten. Wie die denken, dass sie die geilsten Clubs der Stadt sind. Also sind sie auch, aber die sind halt trotzdem scheiße. Weil in Erfurt ist auch nur scheiße. Nicht alles scheiße, aber in Sachen Clubs, Mupa, Cosmo, das ist alles so eine hässliche Scheiße. Ja, oh, wir sind so elitär. Mit Jogginghose kommst du hier nicht rein. So ein Haufen Dreck. Sollte der da auftreten oder was? Nee, er war nur privat. Ah, okay. Das wäre ja noch witziger gewesen. Ja. Aber gut, also dann finde ich es halt auch okayer, ja, ihn jetzt reinzulassen, nur weil er berühmt ist in Jogginghose und da diesen Doppelstandard einzusetzen, das fände ich auch schon wieder ungeil. Aber dass sie überhaupt sagen, oh, mit Jogginghose kommst du hier nicht rein. Wir haben 2019, Alter, man kann doch fucking anziehen, was man will. Alle tragen Jogginghosen gerade. Das ist doch voll der Trend. Es ist so dämlich, ey. Es ist so dumm. Also ich trage keine, warum auch immer. Ich finde es nicht so bequem, ehrlich gesagt, wie andere das bequem finden. Ich mag gerne so Jeanshosen, aber ich finde es an sich ganz okay. Was ist die Argumentation dahinter? Die Gesellschaft sagt, eine Jogginghose ist nicht schick, sage ich mal. Ja? Vermutlich. Aber das ist doch, also das ist so dumm. Es ist, also wirklich. Es ist natürlich dumm. Ja. Da könnte ich mich so drüber aufregen, wie dumm das ist. Es ist ja wie das, also wenn ich auf der Buchmesse bin in Leipzig oder in Frankfurt, dann laufen alle so schön bunt rum mit Cosplays, mit Perücken und so und irgendwelchen, wie heißt das, Kontaktlinsen, die farbig sind und so. Das machen die aber im normalen Leben auch nicht. Das finde ich voll schade, dass alle so gleich aussehen. Echt, die Jugendlichen. That's racist. Bei uns bestimmt. Bei uns früher bestimmt auch so, ja, dass wir auch alle ähnlich aussahen. Kann sein. Aber es ist ja eine Kritik von mir an alle Generationen, die mal jung waren, dass man immer gleich aussieht. Ja, alle Jugendlichen heute haben Jogginghosen an, tragen diese Undercuts an Seiten abrasiert, oben lange Haare nach hinten gegelt, die Mädels tragen lange schwarze Haare mit einer Mütze drauf und Obey und so. Aber und schwarze Leggings. Es gehört halt dazu. Also, es ist modisch vielleicht, es sieht vielleicht auch gar nicht schlecht aus, so individuell, also an sich, aber es ist halt, alle sehen so aus. Ich fände es ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vielleicht sogar, oder nicht schlimmer, aber schade, wenn man halt nicht so eine Identität hat, weißt du? Ich finde das eigentlich immer ganz geil, wenn du guckst, okay, 50er, 60er, 70er und siehst so, wie sich so gewandelt hat. Mhm. 80er, also an Musikrichtung wahrscheinlich hauptsächlich angepasst oder so. Das finde ich eigentlich ganz gut und da könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, was hat jetzt die 2000er oder die 2010er Jahre wirklich dominiert? Wie sah man da aus? Aber vielleicht bin ich einfach noch zu nah dran oder so, keine Ahnung. Ja, doch, das kristallisiert sich so ein bisschen raus, glaube ich, im Nachhinein. 2000er kann ich schon sagen, wie man da aussah. Dumm vor allem. Ne? Ja. Lass mal es dabei. Ja, aber nicht mehr so viel Zeit. Du hast doch einen Rapper. Ich habe noch einen Rapper, der ist, pass auf, das ist ein Rapper, der heißt Juice WRLD, ja? Juice WRLD. Und da gab es einen großen TikTok-Trend. Nämlich, dass man zu einem Song von ihm, der hat so Songs gemacht, wo dann so, wie bei, ja, so dieses, so, und da gab es einen TikTok-Trend, wie man sich Sachen in den Mund macht, irgendwie so Wasser, ja, und dann in diesem tschick, tschick, tschick macht man so, tut man so, als hätte man so einen Anfall, so zuckt so rum. Toll. Und dann läuft das Wasser aus dem Mund raus, ne. Das war so vor 1,5, 2 Wochen war das TikTok-Trend. Also, ganz großes Ding. Juice WRLD, was ist jetzt passiert? Position 1, yes. Ja. Juice WRLD ist jetzt auch in Schweden im Gefängnis, weil er jemanden zusammengeschlagen hat. Juice WRLD verklagt TikTok wegen der Verwendung seines Songs oder Juice WRLD
ist an einem Anfall gestorben. Letzteres, oder? Ja, auf jeden Fall. Nein. Doch. Das ist halt echt hart, oder? Genau das. Ach, der ist das. Ah, hab ich gelesen, hast du gelesen, dass er gestorben ist. Der hat halt tatsächlich auch so einen Seizure, sagt man ja, so einen, ne? Hm. Vielleicht auch so wie epileptischen Anfall, einfach so zack und ist daran gestorben. Kann man genau sagen, das, was eine Woche vorher TikTok-Trend war. Kann man sagen, dass es Karma ist, so ein bisschen? Weiß ich nicht. Ich will jetzt, also, ich freue mich ja, dass ich eher Rock bevorzuge, weil links und rechts sterben hier die Rapper weg, aber ist echt so. Im Grunde ist mir das egal. Mein kleiner Bruder ist auch sehr traurig, hat auch schon Stories gemacht, dass er gestorben ist, aber das ist schon sehr ironisch. Das kann man zumindest objektiv sagen, dass das witzigerweise ein guter Zufall ist. Ein ungünstiger Zufall. Ein lustiger Zufall. Ja, Ironie des Schicksals, kann man ja wohl sagen. Das ist wie der Erfinder vom Segway, der auf dem Segway gestorben ist. Ja, also das liegt ja nahe, oder? Schon. Ja, zwei Sachen, nee, na doch, zwei Sachen müssen wir schnell abarbeiten, wir haben echt nicht mehr so viel Zeit. In England wurde gewählt. Ja, großes Thema eigentlich. Eigentlich Riesenthema, fuck. Boris Johnson mit ganz, ganz deutlicher Mehrheit, ich glaube 368 zu 182, die Labour Party, steht ganz hinten an, also die Hälfte der Stimmen. Und ich frage mich, ey, wie kann man denn sich Boris Johnson anschauen und sich sagen, ey, den wähle ich. Weil die auch ein dummes Wahlsystem haben. Wir haben ja Direktkandidat und Listenkandidat. Ja. Das heißt, in England ist es nämlich so, da gibt es nur Direktkandidaten. Und bei uns wäre das dann so, dass, weil bei uns in Thüringen zum Beispiel immer die CDU-Kandidaten gewählt werden. Das heißt, hätten wir das gleiche Wahlsystem wie die Briten, hätten wir im Landtag nur CDU-Politiker. Hm. Und vielleicht noch ein paar AfD und SPD da, ganz wenige. Und die haben ja diese Verhältniswahl nicht. So dieses, dass trotzdem nach Prozenten auch FDPler reinkommen und Linke und so, weil die auch einen Prozentsatz haben. Auf jeden Fall sehr Brexit-freundlich, was da passiert ist. Ich glaube auch, dass die Wahl an sich einfach so eine Brexit-Stellvertreterwahl vielleicht nochmal war. Ich weiß es nicht genau. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte echt, dass der Unmut der Briten überhand nimmt. Ich habe halt von vielen gelesen, dass sie das dumm finden und Brexit scheiße und so, aber der andere von der Labour Party, den finden sie unsympathisch und deswegen wählen sie Boris Johnson. Scheiße. Also wenn so eine Diskussion, so eine Argumentation kommt, egal, ich muss noch eine andere Sache schnell sagen, dann müssen wir die Woche zusammenfassen. Virginia Roberts, die Prince Andrew und Epstein angeklagt hat, ne, die große Fall, ist eigentlich die News der Woche gewesen, beziehungsweise hat sich freigekauft, mehr oder weniger. Nee, sie hat getweetet, dass sie auf jeden Fall nicht suizidgefährdet ist. Also genau das, was auch die Hongkong-Protesters gemacht haben, wenn die Polizei sie anfickt und so. Einfach um zu sagen, okay, Leute, wenn jetzt hier mir irgendwas passiert, ich habe mich definitiv nicht selbst umgebracht. Mhm. Das war auf jeden Fall eine krasse Nummer, gerade im Zuge von diesem Epstein didn't kill himself und so. Mhm. Dieser Running Gag, der da ist. Dass sie jetzt quasi öffentlich sagt, das ist, glaube ich, so einer der krassesten oder größten meist retweeteten Tweets der Woche gewesen. Ich werde mich nicht selbst umbringen. Und wenn du in so einer Position bist, sowas tweeten zu müssen, also da will ich nicht in der Haut stecken. So. Mhm. Weißt du? Wenn hier ein Drachenlord zum Beispiel Angst haben muss, dass immer mal einer vor der Tür steht und am Zaun dumm Nöll macht, ist das eine. Aber wenn du irgendwie vielleicht fürchten musst, dass der eine oder andere shady Typ dich verfolgt und auf einmal, fup, hast du dich umgebracht? Das ist halt schon hart. Ich dachte, du meinst jetzt den Weinstein, der jetzt irgendwie auch wegen Vergewaltigung dran war. Ach so, ja. Hat sich freigekauft. Das ist alles ein ganz tolles Netz. Ich glaube, die hängen da alle mit drin. Er soll 20 Frauen missbraucht haben. Naja, es ist egal. Gegen Trump gab es übrigens auch eine Anklage. Ne? Der soll auch eine 13-Jährige. Der hat irgendwie insgesamt, ich glaube, 27 Anklagen wegen Vergewaltigung hat er insgesamt. Gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel dazu. Die jüngste davon soll 13 gewesen sein. Ganz interessant. Naja. Und Obama. Ich will nicht hören sagen, ne, hier und Verschwörungstheorien, aber kann man sich mal reinlesen, ist ganz interessant. Ich habe nicht gesagt, dass Trump definitiv die vergewaltigt hat, aber es ist zumindest interessant. Ich muss da wirklich vorsichtig sein, weil ich finde es auch echt ungeil, weil das passiert auch viel zu oft, dass Leute halt sagen, ja, übrigens, der hat mich vergewaltigt und dann ist er halt sofort irgendwie am Sack, ohne dass es wirklich passiert ist. Das mag ich nicht. Ja. Gehen wir auf eine 8 hoch? Ich habe halt wieder zweimal Impeachment diese Woche gehört, aber ich wäre eher bei einer 7,5. Wir haben jetzt relativ wenig über Greta geredet. Ja. Das rechtfertigt das leider gar nicht im Thumbnail, aber Greta. Ganz wichtig. Gibt auch eine Insel, die so heißt, ne? Greta. Und auch Thüringens schönste Frau heißt auch Greta.
Ja? Kann Zufall sein. Ja, es gab wieder so einen Contest irgendwie. Keine Ahnung, irgendwas, schöne Greta, Frau. Greta. Meine Oma hieß Greta, meine Uroma hieß Greta. Greta. So, jetzt habe ich es gerechtfertigt, dass ich das Greta! Verwende. Ja, das war die Woche. Wir haben uns jetzt direkt auf die 7 geeinigt, ja. 7,5 haben wir gesagt, 7,5 haben wir gesagt. Von dir aus. Du hast 7,5 gesagt. Von dir aus. Ich habe gesagt, ja. Okay, tschüss. Bis bald. War sehr schön. Gut klar.